Die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Grünwerke betreiben auf dem Dach des Eisstadions an der Bremenstraße eine neue Photovoltaikanlage. Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller nahm das Solarkraftwerk am Montag, den 13. Februar 2023, offiziell in Betrieb. Wir sind heute Morgen in der Bremenstraße in diesem legendären Eishockeytempel, in dem die DEG viele Jahre um Tore, Punkte und Meisterschaften gekämpft hat. Heute sind wir aber nicht aus Gründen des Sports hier, sondern aus Gründen des Klimaschutzes, weil wir auf dem Dach des Eisstadions eine große Photovoltaikanlage errichtet haben, gemeinsam mit unseren Partnern von Stadtwerken und Grünwerken. Das ist ein wichtiger Schritt. Es zeigt, dass wir mit Kraft dabei sind, die PV-Potenziale, die wir in der Stadt haben, zu heben. Das ist jetzt die größte Anlage auf einem städtischen Dach und ich bin froh, dass das in Betrieb gehen kann. Doch dieses neue Solarkraftwerk auf dem Eishallendach ist nicht die einzige Maßnahme der Stadt, um klimaneutral zu werden. Aus dem Klimaschutzetat, den wir 2020 aufgesetzt haben, nämlich 60 Millionen jedes Jahr dafür bereitzustellen, fördern wir noch eine ganze Menge anderer Maßnahmen. Das geht von der Umrüstung herkömmlicher Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen, über den Anschluss unserer Schulen ans Fernwärmenetz bis hin zur Errichtung von Photovoltaikanlagen. Die Förderung emissionsarmer Mobilität gehört dazu und mit dem Programm Klimafreundlich Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf fördern wir auch Privathaushalte. Also es ist ein buntes Spektrum von Maßnahmen, die wir mit den entsprechenden Finanzmitteln hinterlegen, um am Ende 2035 wirklich Klimahauptstadt zu sein. Mit der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Eisstadions geht die Stadt Düsseldorf einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität.